Ein wunderschönes Hallo bei Green Hell. Was ist los? Puma am Oh, Hintern. ja, das ist. Also ich ja schleicht hinter Eisenader. mir. Oh, mit einer Spitzhacke könnte man hier eine Eisene auseinandernehmen. Oh. Habe ich jetzt noch Steine? Ne, ich habe alle mit Ich glaube, jetzt weggelassen. bin ich gleich tot. Risswunde. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Das wäre ja fast ironisch, wenn du früher stirbst als ich. Ich gebe mir gerade alle Mühe. Oh, hier sind bunte Blumen für euch. Naja, wenn Hier mal. ich glaube, ich weiß, welche du meinst, die helfen mir leider Ja. nicht. Oh. Raubtier. Oh, ich hoffe, du bist bei mir nicht in der Nähe, nicht, dass die gute Katze auch da ist. Nee, Ich habe ich dir ja die glaube Pfeile nicht. gegeben in, Ja, mit dem ich Gedanken, du hatte auch hättest gerade einen Bambus Bogen. gesucht, um dann was. Ja, nee. Also bei mir hier ist ganz viel Bambus. Toll. Erstmal ja, So, muss ich den Banane. Weg wieder zurückfinden, wo ich eben war. Boah. Genau, also wir sind hier so ein bisschen im Stress. Wie gesagt, unbekannter Pilz. Nehme ich einfach mit. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon so eine Hautinfektion, die ich irgendwie loswerden muss, weil ich sonst früher oder später abnipple. Witzigerweise ist Phase jetzt vor mir abgenippelt. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut, so eine Katze kommt auch dann mal schnell ungelegen. Um mich zu heilen, brauche ich eine antibiotische Pflanze, was auch immer das sein soll. Oder ein Kadaver. Jetzt habe ich hier gerade eine Fliege gehört. Aber ich glaube, das war einfach ein Flattervieh singulär und nicht von einem Kadaver. Ah. Ach, ich dachte gerade, da wäre die Raubkatze immer noch. Das war aber jetzt ein Tapir. Das wäre frech gewesen. Ja. So ein Spawn-Camper. Gut. Was ist das? Habe ich das schon auseinandergenommen? Blätterhaufen, bringt mir jetzt auch nichts. Hier geht's hoch. Das kann ich ja mal Na, immerhin anschauen. finde ich meinen Lootpoint hier wieder. Das ist gut. Wie schön. Und das ist halt ja nach wie vor so eklig. Ich brauche einfach diese eine Pflanze oder diese eine Made. Larve hilft leider Diese nicht. Innenmade, ja. Und dann ging es mir wieder gut. Dann ging es mir sogar relativ prächtig, weil ich unterwegs haufenweise Zeug gefuttert habe. Dann ging es mir gut. Ich bin wäre ausgeruht und so weiter, aber so ist das ein bisschen unangenehm. Das bleibt echt nicht alles vom Inventar erhalten. Das ist ganz komisch. Ich habe jetzt wirklich fein säuberlich, das war jetzt wirklich so ein Platz, wo es nicht hätte verloren gehen können. Ja. Ja, die Pfeile sind weg. Die Pfeile sind Auch die weg. Federn. Auch die Federn. Ja, das ganze Hauptfach ist bei mir weg. Ne? Also dieses Fach, wo du draufklickst, wenn du auf die Blätter da klickst, alles Ja. weg. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd und Ja. schade um die Federn und Pfeile da. So, ich habe eine Höhle mit einem komischen Totem davor. Ich gehe mal rein. Gute Idee. Was kann denn da schief gehen? Oh. Hä? Ich wurde von einem Skorpion angegriffen. Ja, super. Der hat sicher ein gutes Gegengift für dich. Also das hilft dir jetzt sicher. Oh. Dann wohl nicht. Aber ich bin nicht in der Infektion gestorben. Ja, ich auch Ach nicht. Mann, 7 Tage, das ist bisher der Rekord bei mir. Ach Mann, ist das nervig. Na gut, Respawn. Ich hatte jetzt ja nicht das beste Zeug dabei. Und zur Not würde ich es vielleicht sogar noch finden, weil es ja einfach eine Höhle ist. Aber bis dahin ist auch alles verdorben. Ach! Ach, ich kann es direkt wiederholen, weil ich auf meinem tollen Palmenbett spawne. Ja, wunderbar. Ja, wenn du weißt, von da aus, wo du hin Klar. musst. Das ist kein Problem. Aber ich lege hier nochmal eine Schale aus. Die gibt vielleicht dann irgendwann Wasser. So.
ja, jetzt geht's mir wieder gut. Einfach mal so ausruhen und dann ist man wieder frisch dabei. Hätte ich jetzt Pfeile, könnte ich diesen Vogel umnatzen. Oder diesen Tapir. was habe ich denn jetzt noch überhaupt? Also ich habe jetzt gar nichts auf der Tasche. Das ist jetzt wenig verwunderlich. Bambusbogen, ne? Den habe ich jetzt schon mal. Super. Subi. Und der macht tatsächlich auch, wie gesagt, One Shot, One Kill. Soll ich dir noch einen herstellen, falls du noch einen brauchst? Oder hast du eigentlich Bambus überall? Ich habe hier Bambus und man kann sie nicht so wirklich abspeichern, habe ich so das Gefühl. Das ist das Blöde. Na, ich habe jetzt gerade einen zweiten gemacht. Jetzt geht es dann noch um Pfeile. Warum und Federn. Auch? Naja, weiß ich auch nicht. genau, wir müssen wieder... Entschuldigung, ich bewege die Kamera wieder super schnell, glaube ich. Oh, ein toter Papagei, super. Sobi, dann haben wir ja schon wieder alles geklärt. Ja. Moment, wo war denn jetzt der Höhleneingang? Ah, genau. Da habe ich Pilze gefuttert, das weiß ich noch. Und wenn die Hopfer wieder irgendein Egel oder so. Oder? Mhm. Irgendwas habe ich aufgesammelt. Egel. Noch ein Egel. Gut. Ja, Mensch, jetzt ist das Herzpumpern weg, dass ich mich so gewöhnt habe. Jetzt ist es so ruhig hier. Achso, ich habe Beine gleich. Warte mal. Ja. Ja, ich warte. Kann man denn jetzt damit machen? Also, es gibt ja dieses Blatt, aus dem man die Verbände machen kann. Wenn man aber den Blättern dann auf Sammeln geht, hat man die Blüte. Mulineria-Blüten. Deswegen wäre es meine Idee gewesen, na gut, wenn das als Verband gut ist, ne? Aber du kannst danach nicht mehr viel mitmachen, aus irgendeinem Grund. Okay. Ja, wieso? Was kannst du aus den Blüten machen? Nur die Blüten. Danach kommt nicht mehr viel, außer die Blüten. Kann man die Blüten essen? Nee. Ja, dann bringt es nur noch zerstören. Vielleicht kann man es damit irgendwas kombinieren. Naja. Ja, höchstens mal. Ja, das wäre auch komisch, das Verbandsmaterial in den Verband kleben, aber das geht vermutlich nicht. Renne ich jetzt an dem Skorpion vorbei? Und guck mir die Höhle weiter an? Wenn ich schon mal hier bin? Ich riskiere es mal. Scheint geklappt zu haben. Ich nehme mal ein anderes Werkzeug in die Hand. Oh. Okay, das sieht sehr interessant aus hier alles. Soll ich das jetzt alleine erforschen? Ich kann jetzt gleich mit Pfeil und Bogen zu dir kommen. Vielleicht bringt das ja was. Ja, weißt du, wo ich bin? Da drin ja einen Bär erlegen. Komm gleich. Weil ich weiß nicht, wo du bist. Nein, aber ich komme gleich zu dir. Ich bin zwar jetzt auch nicht bester Gesundheit, aber das kriegen wir jetzt hin. Dann bleibe ich nochmal hier draußen kurz stehen und gucke nochmal, ob ich eine Pflanze finde oder so. Ja. Ist eine Idee. Was ist das? So, drei Pfeile, ein Bogen. Oh, das nehme ich mal mit. Harz. Das ist. Ja, das klingt gut. Vermutlich nicht verkehrt. Unbekannte Nuss, das ist gut. Ja. Wie erkläre ich dir jetzt, wo ich bin? Das könnte jetzt schwierig werden. Aber gut, dann versuche ich mal zurück zum Spawn zu kommen, mehr oder minder. Ich bin hier ja... Da müsste ich auch hin, ja. In der Hoffnung, langgerannt hier irgendwas zu finden, aber... ich könnte einfach ein Tapir mitnehmen. Oh, kein Pfeil. Ja... Also, das ist nicht als Vorwurf gemeint, absolut nicht falsch verstehen. Nee, gut. Oh, hier ist so ein Weg. Dann bleiben wir mal auf dem Weg. Vielleicht hilft einem das weiter. Ich höre hier fliegen Tierexkremente. Dann nehmen wir die nochmal mit. Ja. Oh! Ach, ich bin hier schon mal gestorben! Ha! Toll, wo nicht? Aber leider nur eine Feder. Interessant, das war, ja. Oh, da ist ein Lurchleguan irgendwas. Das bin ich, danke. Schnell, bitte.
Du kannst mit Shift, also wenn du zielst und dann Shift drückst, dein Gezitter kurz beruhigen. Ach ja, cool. Ja. Ich bin müde, jetzt ist hier erstmal, wird es langsam dunkel. Ja, dann machen wir die Höhle wann anders. Ich hab hier das Flugzeug. Du bist beim Flugzeug? Ja. Ja, dann weiß ich, wo es ist. Aber das Problem ist, es wird dunkel. Ich weiß nicht, ob die Höhle dann hell ist. Wir können es ja aber mal ausprobieren. Bleib beim Flugzeug, das kannst du dir mal schön anschauen. Guck dir ab, wie man das Bambusbett macht. Genau. Und von mir aus kannst du auch die Dosenration da futtern, die da ist. Ich habe gerade eine Kokosnussschale, die ich trinken kann. Ja, die habe ich hingelegt. Die war vorher in der Höhle drin. Die habe ich hingelegt, damit man was hat. Und ja, irgendwie war das sinnvoll, habe ich das Gefühl. Kannst du mal sehen. Da könnte man tatsächlich noch ein, zwei hinlegen. Ich meine, so ein Palmbett war ja schnell gemacht. Boah, ich habe für schnell mein Bett hin. Hä, wieso? Da ist doch ein Bett. Ach so? Ja. In der Höhle? Ja. Ach so, dann lege ich mich schnell mal drauf. Ja. Bei Kokosnuss gibt es ja auch jede Menge. Ja, ja. Halten zum Schlafen. Bis später. Gute Nacht. Oh, da hat was in der Ecke gekrabbelt. Wahrscheinlich so ein Skorpion, der mir jetzt durchs Ohr krabbelt. Ist im Rahmen des Möglichen. Ich bin mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher, ob der Weg dahin führt. Aber das kriegen wir hin. Das finden wir alles neu heraus. War eigentlich ja schon, oder? Weil das ja auch nur die Steilwand ist. Doch, das sieht gut aus. Oh, scheiße. Respawn-Punkt aktualisiert. Ja, ja. Aber da ist auch meiner. Ach ja, schön. Da bist du. Käse. Guten Tag. Ja, hallo. Moment, kriege ich die Sau reingejagt, damit du die im... Nein, nein, nein. Schade. Ja, ne? Eisenerz. Das habe ich auch schon gesehen. Achso, nee, hast du nicht gesehen. Dann nimmst du die Kohle. Nö. Okay. Aber hier, da. Toll. Wir brauchen halt eine Spitzhacke. Sieht ganz danach aus. Wo oben? Hä? Wo oben? Da oben war auch nochmal was. Bei mir nicht. Nein, ich meine, da wo du oben. Ach, gut hast, einfach ein Stück weiter hochgehen, meine Güte. Also du guckst da halt irgendwo in den Himmel. Nee, ich bin gerade am Futtern. Ja. Warum kann man mit einem Stein keinen Vogel abwerfen? Das verstehe ich nicht. Ups. So. Kriege ich den jetzt wieder, bitte? Jetzt steckt mein Stein im Flugzeug und ich kriege den Stein nicht wieder. Toll. Oh nein. Was machst du? Gut, ich habe eine geile Larve gegessen. Geistige Gesundheit minus 5. Warum machst du sowas auch? Weil ich dachte, es wäre gut. Er sagte, ich muss mich ausruhen. Sammeln. Ja, wollen wir in die Höhle oder was wollen wir machen? Ja, können wir machen. Ich habe hier auch Fleisch. Bogen. Ja, dann mach du nochmal. Bisschen Holz, ja. Hast du Pfeile? Ich habe 3 Pfeile, ja. Dann kannst du mir einen abgeben. Ja. Bist du soweit? Ja, was ist denn das denn? Hä? Obidisilabida? Was? Ach, da war so ein... Interessant. Herstellen? Was kann man dort herstellen? Keine Ahnung. Irgendwas okay. Besonderer Klotz. Ich lasse ihn hier liegen, den kann man später holen. Hä? Wo denn? Was denn? Da, in der Ecke hinten. Obsilabida. Obsidian. Ja, genau. Das ist eigentlich sehr gut. Das ist Feuerstein. Ach so. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, ja. Ich nehme mal mit. Was mit herstellen, ja. Ja, ja, da können wir vermutlich einen guten Anzünder mit basteln. Man braucht eigentlich nur Eisen. Und schieß doch den Vogel da ab, der war doch so gut da. Ich hatte gerade Kokosschalen auf den Flügel hier gesetzt. Okay. Was wollte ich sagen? Man kann halt mit Eisen und Obsidian oder halt Feuerstein, ich weiß nicht, ob es wirklich Obsidian ist,
Feuerstein dann Funken schlagen, um ein Feuer zu entzünden. Das Witzige ist, dass der Stein so hart ist, dass er Eisenbröckelchen abschlägt und die fangen das Glühen an. Interessant. Ja. Super, danke. Dann auf in die Höhle. Moment, jo. Wollen wir den... Nee, der Vogel fliegt weg. Aber ich befürchte, da wird es jetzt halt super dunkel sein. Oh, hier kannst du dich waschen, wenn du brauchst. Ja, nie verkehrt. Ich nehme ein paar Schnecken mit. Ja, dann nimm du die mit, dann steckst du die. Waschen, waschen, waschen. Waschi, waschi, waschi. Nehme ich jetzt mal mit. So. Ah, nee, das ist die unbekannte Blume. Mist. Kommst du mit, oder? Ich muss mich ganz kurz untersuchen. Nur zur Sicherheit. Alles gut, dann mache ich noch eine Kokosnuss kaputt. Warte mal, zeig dir das, glaube ich, an, wenn du dich untersuchen musst. Ja, mit der Lupe. Ja, ja, dann erscheint die Lupe oben. Genau. Ne? Ja. Genau, so langsam genau. Versteht man das Spiel. Ah, sehr gut. Ich brauche schon wieder was zu trinken. Meine ich habe eine Kokosnuss, wenn du willst. Ja, ich hatte auch welche. Warte mal. Ich habe noch eine, ja. Ich trinke die schnell. Okay. So. So, kommen Sie mit. Wo war das denn jetzt? Doch, ich glaube einfach hier lang. Oh, sorry. Ich drehe schon wieder die Kamera wie so ein Depp. Da sind grüne Pilze. Aber wir müssen hier hoch. Ja, ja, alles gut. Die wären auch sowieso nicht direkt auf unserem Weg gewesen. Das ist jetzt auch schön der Gegend für eine Base, finde ich. Ne? Hier ist also ein flaches Plateau hier. Ne? Hier hast du schöne Aussicht. Es gibt auch kannst immer... super jagen. Ja. Es gibt... Was wird das denn hier? Ja. Ja. Es gibt auch immer wieder tatsächlich komplett kahle Flecken, wo ich das Gefühl habe, dass man da wirklich eine Base bauen soll. Ja. Könnte man halt alles nochmal überlegen, wenn man möchte. Moment, sind wir jetzt falsch abgebogen? Nee, ich glaube, wir sind noch richtig. Genau, da sind wir. Oh, ich höre Moment, stopp. So ja, genau. Tierexkremente, zack. Ich höre aber sehr viel davon. Moment. Oh. Goddammit. Das sind Bienen. In dem Fall ist es Honig. Oh ja, schön. Dann lassen wir das. Die Bienen nicht den Honig, oder? Hm? Du die Bienen nicht den Honig? Nee. Die lassen wir einfach so, wie sie sind. Genau, hier ist die Höhle. Ach, wie schön. Aber es ist halt dunkel. Ja, wie konnte man denn Fackeln bauen? Die kannst du ganz einfach bauen, aber die kriegst du jetzt nicht an. Na gut, theoretisch gibt es da Möglichkeiten. Nehmen wir das Ding immer auseinander, vielleicht kommt da was bei das raus. Das kannst du nicht auseinandernehmen, oder ich konnte es nicht. Ich kann es immer probieren, nochmal. Oh no, thirsty. Ja. Axt kaputt und bin durstig. Ich glaube, das lohnt nicht. Ja, man braucht Glut für die Fackel, oder? Wie war das? Jo. Habe ich eine noch? Habe ich eine Fackel? Nee. Ich habe keine Fackel. Doch, ich habe da ist eine. Oh, die ist sogar noch frisch. Ja, wir könnten probieren, Glut zu drehen. Ich weiß nur nicht, wie man das dann auf die Fackel kriegt. Habe ich noch nicht gemacht. So, ja, wir können auch schnell ein Feuer bauen, oder nicht? Das verbraucht viel mehr Ressourcen. Ich habe nichts... So? Ja, ja, klar. Ich habe nichts Trockenes. So. Kleines Feuer, kleiner Stock. Und Stock. Das geht doch noch, kleines Feuer. Du brauchst 5 oder 6 jeweils. Ja, und die sammelt man auch und ständig. Und nach wie vor brauchen wir hauptsächlich das trockene Zeug. Jetzt setzt es einfach hier ein Feuer hin. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, es ist nicht so einfach, aber... Weißt du, weil jetzt Fackeln wäre ja schon cool, wenn wir das hätten. Ja, aber deshalb hätten wir jetzt die Ressourcen aufheben können, um einfach einen Feuerbohrstock zu machen, um Glut machen zu können und damit die Fackel anzuzünden, anstatt jetzt die Ressourcen für einen Feuerausfall zu verbrauchen, was man ja gar nicht braucht. Deine heiligen Ressourcen wachsen hier gleich nebenan. Nein, darum geht es mir gar nicht. Wir haben jetzt die Zeit verschwendet, ein Flaggerfeuer zu bauen, obwohl wir immer noch kein trockenes Zeug haben. Das wollte ich dir versuchen zu sagen. Wir brauchen hauptsächlich trockenes Zeug. Deshalb bringt es nichts, jetzt ein Lagerfeuer zu bauen. Das ist richtig, aber ich hatte halt verstanden, dass du gar nicht weißt, ob man die Glut auf die Fackel ziehen kann. Man hätte jetzt den Bohrstock genommen, hättest du 5, 6 Mal trockenes Zeug verbraten
Ach so. Und jetzt dann auch nicht irgendwas, ob du die Fackel ankriegst. Ja, gut, das stimmt dann auch. Da gebe ich dir recht. Ich esse jetzt nochmal. Oh nein, hier sind die Bienen. Ja, dann hast du Ausschlag. Gesehen. Ja. Ich esse hier nochmal ein bisschen was. Ich hab Hunger scheinbar. Ja, wir können ja nochmal gucken. Gibt's hier in der Nähe irgendwie was Trockenes? Ja, jetzt regnet's gerade. Ja. Ich drehe schon wieder die Kamera so schnell. Es tut mir leid. Ich komme da nicht raus. Na, hier gibt's gerade nichts. Ich suche diese einen Palmwedelpflanze. Die hat manchmal auch trockene Blätter dran. Wenn wir die auseinandernehmen, haben wir dann trockene Blätter. Klingt komisch, ist aber so. Nee. Ich meine, ich glaube, bis wir hier alles haben, ist es auch Nacht. Egal. Ich glaube, bis wir hier alles haben, ist es auch Nacht. Ja, ja. Moment. Da watschelt ein Tapir, soll ich den mitnehmen? Wenn du gerade kannst, ja. Kann ich? Warte mal. Ah, ne. Ich musste mich ein bisschen rumbewegen, das hat er mitbekommen. Jetzt ist er weg. Schade, aber dafür habe ich jetzt trockene Blätter vermutlich. Ich würde aber trotzdem nochmal schnell eine Axt bauen. Achso, den Bogen hast du ja jetzt schon einen, ne? Ja, da kann ich einen beim Bogen wegtun. Wegtun? Das bringt mir jetzt nichts. Ja, ich habe keinen Platz. Ich habe das Feuerbrett jetzt hier gemacht. Achso. Auch immer noch kein Platz für das Feuerbrett. Was ist hier los? Wo ist der Tapir? Ich höre ihn doch. Platz für das Feuerbrett. Ich will den Bogen wieder mitnehmen. Wir haben Fleisch. Ja, super, klasse. Oh, Klinge. Läuft doch alles. So. Ist ja schon wieder durstig hier, ganz toll. Kannst gleich Blut trinken. Ja. Okay, also dann bringe ich Fleisch und Knochen trocken. Genau. Was ist das? Kleiner Stock. Da, jetzt. Ich bin die ganze Zeit frage, das was aus diesen Linealen. Was versuchst du mir zu sagen? Da, das ist doch Faser, genau. Guck mal, du hast hier an diesen Bäumen immer dieses komische Zeug. Ja. Dieses Banisteriopisliane. Ja, ja. So, dann machst du nehmen. So, ja. Er gehst ins Inventar. Ja gut, das hat dann natürlich die ganze Dings da drin. Aber du kannst daraus Fasern machen anscheinend. Da steht einfach bestätigen, dummerweise. Wenn du diese Reste da hast in deinem Rucksack. Mhm. Und dann? Und dann machst du Banisteriopis-Reste. Und dann habe ich da auf erweitert. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich auf einmal so Zunderzeug in der Hand. Zunder? Tatsächlich Zunder? Ja, ist, nee, wie heißt das hier? Dieses... Faser habe ich jetzt. Ja. Zum Feuer machen. Okay, das ist die Frage. Weil Faser heißt erstmal genau. Faser. Es gibt ja auch Textilfaser. Oh, jetzt bin ich schon wieder in diese Scheiße. Ja, wäre ich aber auch, wenn du es jetzt nicht gemacht hättest. Dankeschön. Ja. Soll man da mal einen Pfeil draufschießen auf das Nest? Ich kann es mal probieren, ja. Oh, ich habe einen Parasit. Das ist ja nicht so schön. Jetzt ist er wieder weg. Oh, das ist ja schön. Ja. Machst du? Häuser mich jetzt untersuchen. Oder soll ich einen Pfeil draufhauen? Also ich mache da jetzt gerade nichts, ich muss mich gerade untersuchen. Hm. Dann machen wir erstmal das Feuer und beenden die Folge. Oh ja. Wir brauchen noch 3 Stücker. Ja, ich habe noch, glaube ich. Dann kommen wir hoch, dann können wir das Fleisch drauflegen, dann ist das auch fertig. Ja, gute Idee. Und ja gut, dann beende ich einfach schon mal die Folge.
Genau, dann machen wir Feuer. Ich glaube, bis dahin, bis wir gegessen haben und so weiter, ist tatsächlich auch schon wieder Tag. Dann können wir in die Höhle steigen. Vielleicht, glaube ich. Ja. Du probierst das, ne? Ja. Ja, ich mach das hier. Und dann kann ich tatsächlich auch probieren, ob man die Glut direkt reinpacken kann, wenn wir jetzt sowieso dann Feuer haben. Dann probieren wir das einfach mal. Genau. Ja. Deshalb, vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.